Kapitel 39. Jo Porr trottet davon. Clown ist ein passender Ausdruck für ihn. Der Säufer liegt ganz richtig. Ein Leben als Clown müsste erfüllender sein als seines. Ein Leben als Clown ist erfüllender, aber hat er Talent dazu? Jo grübelt. War er nicht soeben als Clown tituliert worden? Reicht das nicht als Legitimation? Es reicht. Er hatte nicht viel Gelächter geerntet für seine Erzählung. War seine Erfahrung nicht sogar als Witz bezeichnet worden? War es. Es war ein Witz. Ein guter Witz. Sein ganzes Leben war ein Witz. Nur eben kein guter. Ein schlechter, ein richtig schlechter Witz. Er ist es gewohnt, frei zu sprechen. Er musste nur die Robe gegen die bunte Kutte tauschen. Dem dunklen Anzug, dem weißen Hemd, der gedeckten Krawatte fehlte ein wenig Farbenvielfalt. Jo freut sich. Auch wenn er noch zweifelt, konnte ihn wirklich Farbe befreien aus seinem sinnlosen, allzu lästigen Tun? Der Gedanke, den Inhalt des Kleiderkastens kunterbunt einzufärben, gefiel ihm äußerst gut. In seiner Fantasie überzog er die Graustufen mit grellen Farben. Die Dunkelblau- bis Schwarztöne seiner Anzüge tauchte er in strahlendes Gelb, leuchtendes Rot, schrilles Grün und grelles Pink. Auch Schuhe, Schals und die Robe mussten dran glauben. Krawatten wurden eigenhändig in große Farbkübel getunkt. Er dachte an das Kerzenziehen auf dem Weihnachtsmarkt. Letztes Jahr war er mit seiner Patentochter dort gewesen, hatte ungeduldig abwarten müssen, wie sich das Wachs langsam um den Docht schlang und haften blieb, während das Kind bei jeder neuen Wachsschicht begeistert juchzte. Auf Gelb folgte Blau und begrub die helle Farbe. Das Rot hatte es schwer über dem blauen Untergrund, aber das Kind sah die neu dazugekommene rote Schicht und jubelte. Er fühlte sich damals in den Kampf der Häuptlinge zu Asterix und Obelix versetzt. Die vom Stein am Kopf getroffenen und damit ihres geistigen Zustandes beraubten Druiden, deren Gesichter sich nach jedem Löffel Zaubertrank andersfarbig darstellten. Ein Umstand, der nur die irren Medizinmänner der Gallier in Lachsalben versetzte. Wenig begeistert kommentierte er die Freude seiner Patentochter, lächelte gequält dazu und war nicht unfroh, als das wutentbrannte Gesicht seines besten Mandanten auf dem Display seines Handys erschien. Er trat vor das Zelt, um das unnötige Gespräch sogleich annehmen zu können. Als er zurückging, hing die Kerze schon zum Trocknen aus und das Kind zählte im Bienenwachsschicht für Bienenwachsschicht Farbe um Farbe auf, die diese Kerze nun ausmachten. Der Kerze fehlte es an Form und Eleganz. Sie war eher ein buckliges, eintönig dunkles, hochgezogenes Stück Masse um eine Schnur, das er gerne einfach hängen hätte gelassen. Doch die euphorische Beschreibung des Kindes erfüllte ihn mit Neid. Das Kind beschrieb mit großen Augen, hochgezogenen Brauen, bebenden Mundwinkeln, Grübchen und dem Einsatz von Händen und Armen, was es getan hatte. Wie lange der Docht in der heißen Flüssigkeit bleiben musste. Sie verlagerte das Gewicht auf den Füßen, um klarzumachen, wie anstrengend diese Tätigkeit gewesen sei. Er verspürte auch Lust, einfach mal eine Schnur in einen heißen Kübel Wachs zu tunken. Das ist es. Jo Porr ist sich sicher. Ich werde meine Krawatten nicht färben, ich werde sie in heißes Bienenwachs tunken. Die einen in gelbes, die anderen in grünes oder rotes Bienenwachs. Ich werde das Wachs nicht mischen. Er freute sich schon über seine alleinstehende Krawatte am Hals. Er kann den angenehmen Duft des Bienenwachses mit der Nase aufnehmen. Die vom Hals abstehende Krawatte wird dieses Aroma immer vor ihm hertragen. Was für ein schöner Gedanke. Jo lächelt. Er kann nicht bis zum nächsten Weihnachtsmarkt warten. Es bricht gerade erst der Sommer herein. Sigmar Söcke lehnt sich äußerst zufrieden zurück. Er ist stolz auf sich und seine Arbeit. Vor ihm steht das komplette Kostüm seines alter Egos. Eigenhändig, in jahrelanger Arbeit geplant, gebaut und perfektioniert, getreu den Vorstellungen seiner Fantasie. Die gepanzerte Uniform steht von alleine mitten im Wohnzimmer. Doch wartet sie auf ihren Einsatz. Morgen ist es soweit, die Eröffnung der internationalen Comicmesse. Die VIP-Karten liegen bereits seit Wochen im extra hierfür angeschraubten, tragbaren Safe aus dem Baumarkt. Die Nervosität steigt. Das zufriedene Grinsen in seinem Gesicht ist nicht mehr zu nehmen. Sigmar zählt jede Stunde, während er um die Rüstung von allen Seiten herumstreift. Jedes Mal von Neuem für exzellent befindet und sich darauf freut wie ein Kleinkind über ein viel zu laut tönendes Spielzeug. In der Euphorie bemerkt er seinen rebellierenden Magen-Darm-Trakt gar nicht, leert zufrieden eine Flasche Bier und schiebt sich eine deftige Jause aus Speck und Salzgurken in den Mund. Die letzte Gurke war zu viel. Die rötliche Hautfarbe weicht in einem Mal aus seinem Gesicht.
Ein blasser Teint überzieht von der Nase aus die ganze viel zu breit geratene Vorderseite. Kalter Schweiß rinnt ihm aus den Poren. Übelkeit steigt von Magen auf in den Mund. Er rafft sich auf, schafft es gerade noch aus dem durchgesessenen Sessel bis zur Toilette und verweilt dort auf dem steinernden Boden. Aus allen Öffnungen seines Körpers rinnt es gleichzeitig. Flüssigkeiten jeder Art ergießen sich. Die Kraft schwindet, er liegt im eigenen Saft. Lieber sogleich sterben, als so weiter vegetieren zu müssen, ist der erste Gedanke des am Boden Kauernden. Der stechende Schmerz im Bauch durchbohrt ihn. Auf allen Vieren krabbelt er in die Duschwanne, befreit sich von üblen Gerüchen der Wagensäfte und lässt sich nass ins Bett fallen. Am nächsten Morgen in der Früh hält der Wagen der Notärztin vor der Haustür. Salmonellen, Magen, Darm, Katarrh, lautet die Diagnose der Ärztin. Vielleicht auch eine Lebensmittelvergiftung. Sigmar schaut sie an, schwer leidend aus durchgeschwitzten Polstern und Laken. Er nickt zustimmend, als ihm etwas einfällt. Welches Datum ist heute? Er muss die Antwort nicht abwarten. Es ist der Tag, sein Tag, jenes Datum, auf das er seit Jahren hingearbeitet und es diesmal geschafft hat. Sein alter Ego ist bereit zum Überstülpen. Er sitzt im Bett mit letzter Kraft, fleht die Medizinerin an. Egal, aber lassen Sie mich sofort genesen wegen eines unverrückbaren geschäftlichen Termins. Sie wehrt ab. Unmöglich, es gibt keine Möglichkeit. Mit hohem Fieber kann niemand Geschäfte machen. Bettruhe ist angesagt. Der Schlaf und ausreichend Flüssigkeit, ein paar Elektrolyte, lassen Sie das Ganze in ein paar Tagen schon vergessen. Sigmar hat keine paar Tage Zeit, er will aufstehen, die Wände drehen sich, die Zimmerdecke kippt vorne über. Sigmar fällt zurück ins Bett. Quod erat demonstrandum, meint die Ärztin abschließend. Obendrein ist solch ein Infekt höchst infektiös und somit eine Gefahr für alle anderen. Sigmar schweigt. Die Ärztin will sich verabschieden. Dann hält sie kurz inne, betrachtet den Leidenden noch einmal ganz genau. Entschuldigen Sie die Frage, aber sind Sie vielleicht der Habicht der Roten? Sigmar ist in seinem Leid versunken, hört ihr gar nicht mehr zu. Mein Sohn ist ein großer Fan der Roten. Er verfolgt jedes Spiel. Es gibt eine große Fangemeinde in den sozialen Medien um den Mann im Habichtkostüm seit dem schlimmen Unfall beim Spiel gegen die Blauen. Sigmar schließt die Augen. Er verpasst den Event seines Lebens. Er will es nicht glauben. Er befindet sich im schlimmsten Albtraum. Die Comicmesse wird ohne ihn eröffnet. Die Ärztin ist sich jetzt sicher. Sigmar ist der Habicht. Seinen Namen hatte der Verein bisher nicht preisgegeben. Stattdessen wurde ihm nach dem Rettungseinsatz fristlos gekündigt. Die Liebesbekundung der Fangemeinde kam daher jetzt sehr ungelegen. Das Maskottchen sollte komplett abgesetzt werden. Der Verein beschloss, erst einmal abzuwarten. Aber die Fans riefen nach dem Mann im Habicht via Facebook, Twitter, WhatsApp und was sich sonst noch alles so anbietet. Die Doktorin entschuldigt sich, fragt vorsichtig nach einem Autogramm. Sigmar öffnet ein Auge. Um beide zu öffnen, fühlte er sich zu schwach. Die Ärztin zückt ihr Handy. Sie braucht ein Bild von ihm. Dann wird sie das Geheimnis für alle lüften. Sigmar Söcke ist das Herz des roten Habichts. Sie wischt ihm mit einem Taschentuch den Schweiß aus dem Gesicht. Die nicht sehr vorteilhaften angeklebten Haare bleiben angeklebt. Sie bittet um ein freundliches Lächeln. Sigmar verspürt einen heftigen Stich im Magen, der einen abrupten Würgereiz nach sich zieht. Gleich muss er speien. Das Foto ist schon gemacht. Zum Selfie mit der Ärztin und ihm kommt es nicht mehr. Vor der Tür zückt die Ärztin einen Desinfektionsspray, sprüht sich die Hände ein, spuckt auf den Boden und fährt davon.